Also gerade die Frage der Rückkehrer ist jetzt sozusagen die heißeste Frage im Moment. Wir betreuen ja mehrere Familien, deren Kinder noch vor Ort sind, ganz unterschiedlich. Und es ist auch wirklich sehr unterschiedlich, wie sie dort zum Täter geworden sind. Sie sind faktisch alle Täter, auch junge Mädchen, die mit 15, 16 weg sind, weil sie haben sich schon entschieden, sich dieser Terrororganisation anzuschließen. Manche wollten von Anfang an weg und kamen nicht weg. Gerade die Frauen und Mädchen haben keine Chance gehabt oder ganz schwere Chance gehabt, da nur zu fliehen. Bei den Jungs auch schwierig, ist lebensgefährlich, aber da gab es immer noch mal eher Möglichkeiten, ne? Weil Mädchen durften sich im Kalifat ja nicht ohne männliche Begleitung frei bewegen. Insofern muss man bei Mädchen dann noch mal genau gucken, wie weit, wenn sie 2, 3 Jahre dort waren, wie weit war das sozusagen, weil sie nicht weg konnten und wie weit war das, warum, weil sie das auch geteilt haben ideologisch. Es gibt auch Mädchen und junge Frauen, sie sind eben nicht nur Opfer, sie sind eben auch Täter, die der Ideologie gefolgt sind, die die Ideologie gut fanden, die ihre Rolle darin sahen, den Mann zu unterstützen in seinem Kampf, die vielleicht Propaganda gemacht haben, die vielleicht andere Mädchen rekrutiert haben. Also insofern kann man jetzt nicht sagen, die Mädchen alles Opfer, da müssen wir sehen, dass sie zurückkommen und sie dann wieder integrieren und die Jungs alles Täter. Es gibt auch Jungs, die zwangsweise dort letztendlich versucht haben zu überleben, obwohl sie eigentlich weg wollten. Es gibt einen Fall von einem Hamburger jungen Mann, der dann nochmal eine Botschaft abgesetzt hat, der eigentlich weg wollte und dann nochmal die Hiergebliebenen über eine Audiobotschaft gewarnt hat, dass es eben alles Lüge ist, alles falsch ist. Und der dann wahrscheinlich an die vorderste Front als Kanonenfutter geschickt wurde und tot ist. Ne? Also insofern individuell gucken. Im Moment gibt es einige noch, die noch kämpfen. Es gibt noch so einen kleinen Streifen da am Euphrat, wo gekämpft wird. Einige, viele, viele sind geflohen. Wir wissen jetzt nicht, wer genau wo ist. Einige sind in die Türkei geflohen, wollen wahrscheinlich gar nicht zurückbleiben dann in der Türkei. Andere haben es versucht, aber die nordsyrische türkische Grenze ist komplett dicht. Das heißt, da sitzen viele auf syrischer Seite und wollen eigentlich in die Türkei, kommen aber nicht weiter. Dann gibt es einige, die sind von den Kurden gefangen genommen worden. Ich kenne ein Pärchen, das hat sich freiwillig ergeben. Da ist ein Reflexionsprozess eingetreten, ein Anfang von Distanzierung, das ist noch lange kein Ausstieg. Und die haben sich eben dann ergeben, sitzen jetzt auch bei den Kurden fest. Und jetzt geht es darum, dass Deutschland auch bereit ist, diese zurückzuholen. Andere sind im Irak festgenommen worden, ne? Und wir hoffen natürlich, dass einige, dass wir noch erfahren, wo einige sind. Es ist ganz, ganz schwierig, nach Deutschland zurückzukommen. Also es gibt keine Rückkehrwelle, weil sie kommen eben nicht zurück. Sie sitzen überall irgendwo, entweder gefangen oder sie sitzen und kommen nicht weiter. Jetzt gibt es ganz unterschiedliche Positionen der westeuropäischen Länder. Das ganze Klima ist so, dass eigentlich so gesagt wird, sollen sie doch dort bleiben, sie sind ja freiwillig dahin gegangen, was wollen wir denn hier mit denen? Da bin ich dagegen, weil wir haben, die Jugendlichen sind bei uns radikalisiert worden. Die sind ja nicht als liebe, nette Jugendliche nach Syrien gegangen und dort radikalisiert worden, sondern sie sind hier radikalisiert worden, sind hier mit dieser Ideologie in Verbindung gekommen und sind dann losgezogen. Also wir haben eine Verantwortung auch dafür. Dann sage ich mal, wir sind hier besser aufgestellt als Syrien oder Irak, um sie zu resozialisieren. Aber wir werden auch nicht alle resozialisieren können. Das heißt, jeder, der zurückkommt oder wo man sagt, das ist ein deutscher Staatsbürger, den müssen wir zurücknehmen, wir haben den hier, der ist hier bei uns aufgewachsen, der hat sich hier radikalisiert, es ist unsere Verantwortung. Da muss geschaut werden, welche Taten er begangen hat. Und das ist natürlich die Angst, weil wir sind ein Rechtsstaat und das muss auch ein Rechtsstaat bleiben. Das heißt, wir können natürlich niemanden auf bloßen Verdacht hin verurteilen. Und deswegen haben die Sicherheitsbehörden natürlich schon Bedenken, weil man kann es nicht allen nachweisen, ne, was sie wirklich getan haben. Das ist das Schwierige letztendlich. Deswegen gibt es ja auch so die Gesetze, also Unterstützung ausländischer terroristischer Organisationen, was schon sehr niedrig angesetzt ist, also wo man wenigstens versuchen will, wenigstens auf diesem Level jemanden zu verurteilen. Das kann vielleicht 3, 4 Jahre bekommen die dann. Das ist nicht sehr lang. Und deswegen müssen wir intensivst in den Gefängnissen dann arbeiten. Das heißt, wir haben ja jetzt schon ganz viele, die im Gefängnis sitzen und verurteilt worden sind. Und deswegen muss intensiv in Gefängnissen mit denen gearbeitet werden, um zu schauen, wo gibt es Distanzierung, wo gibt es Zweifel, um diese Zweifel zu nähren, um vielleicht einen Ausstiegsprozess in Gang zu bringen, um dann eine Resozialisierung voranzutreiben. Bei den Fällen, wo das nicht klappen wird, weil das wird nicht bei allen klappen, ne, da, wir können nicht so naiv sein und sagen, dass wir sie alle resozialisieren können, da muss man dann, da sind dann die Sicherheitsbehörden gefragt, um dann zu beobachten,
Ne? Aber man muss wirklich erstmal individuell gucken und dort, wo es sich lohnt zu arbeiten, intensivst wirklich Personal und Zeit investieren, weil es lohnt sich. Es lohnt sich, jemanden letztendlich wieder in die Gesellschaft einzufügen, weil wenn er radikal bleibt, jemanden 24 Stunden zu überwachen, kostet 30 Personen. Das kostet viel mehr Geld als vielleicht 4 Jahre im Gefängnis oder draußen Zeit und Geld zu investieren und Personal, damit dieser Mensch dann wieder ein Teil dieser Gesellschaft wird.